Hallo Kinder. Bald endet für die Kinder, die jetzt im vierten Schuljahr sind, ihre Grundschulzeit. Und damit man an seine Grundschulzeit sich noch viele Jahre danach erinnert, machen seit vielen, vielen, vielen Jahren, ich kenne das seit den 80er Jahren, also seit immerhin schon mehr als 40 Jahren, die Lehrerinnen und Lehrer, die die Klasse geleitet haben, ein Erinnerungsbuch. Ich habe hier mal ein Erinnerungsbuch aus Mitte, vor ungefähr 10 Jahren etwa. Ich glaube, das hat die Frau Krein gemacht damals für ihre Klasse. Und in dem Erinnerungsbuch tauchten dann die Fotos von den Kindern auf. Öfters waren das Fotos, wie die Kinder ganz klein waren, als sie zur Schule gekommen sind. Und dann ein Abschlussfoto, als sie das vierte Schuljahr verlassen haben. Und dann gab es für jedes Kind eine Seite, wie ähnlich in einem Freundebuch die Kinder reinschrieben, wie sie heißen, wo sie wohnen, ihre Lieblingsfarbe, an was sie sich am liebsten in der Klasse erinnern und wie die Lehrerin in der Grundschulzeit geheißen hat. Und ganz zum Schluss steht dann auch noch drin, was die Kinder gerne werden möchten. Solche Erinnerungsbücher sind nicht nur eine schöne Erinnerung, hier nochmal von einem anderen Kind, nicht nur eine schöne Erinnerung für die Lehrerin, für die Kinder, sondern auch für die Lehrerin. Und hier zum Beispiel haben für die Kinder damals aus der Klasse von Frau Krein alle Lehrer und Lehrerinnen unserer Schule hinten unterschrieben, weil die Kinder sich das wohl gewünscht haben. Ich selber habe auch eine Erinnerung an einer Klasse, die ich sehr gerne gehabt habe. Und hier habe ich dann all die Sachen aufgemalt, die wir im Laufe der Grundschulzeit gemacht haben. Also die Personen, die die Kinder kennengelernt haben, woraus ich ihnen vorgelesen habe, von Ida an der Fahnenstange von Astrid Lindgren bis zum Sams und dem Herrn Taschenbier. Und auch die Kinder haben hier ihre Steckbriefe hinterlassen. Und das Schöne ist zum Beispiel an dieser Klasse, an die ich mich sehr gerne erinnere, dass allein 4 von den Kindern Kinder bei uns an der Schule haben oder hatten, also die Kinder von den Mamas oder Papas, die damals bei mir in der Klasse gewesen sind, als sie selber noch ein Kind gewesen sind. Eine schöne Erinnerung, ein Erinnerungsbuch, das es seit ungefähr 40, 45 Jahren bei uns an der Schule gibt. Das war's fürs heute. Tschüss.